Bayer hat ja die ganzen Risiken mitgekauft, weil Bayer ist der Rechtsnachfolger von Monsanto bei so einem Kauf, weil der Monsanto-Konzern geht auf in Bayer, hundertprozentig, da lassen sich keine Rechte irgendwo in der Restfirma oder ein GmbH-Mandel, und da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten im normalen kleineren Markt, aber in dem Fall hat Bayer ist der ganze umfassende Rechtsnachfolger, nimmt alle Risiken mit. Im Juni 2018 wurde die Bayer AG Eigentümerin von Monsanto. Von einem historischen Deal war die Rede. Und offensichtlich waren die deutschen Manager stolz wie Bolle. Doch war das wirklich ein gutes Geschäft? Wenn ja, für wen? Kaum ein Unternehmen steht derart in der öffentlichen Kritik wie der US-amerikanische Chemiekonzern. Seine Produkte, wie das Pestizid Glyphosat, werden weltweit verantwortlich gemacht für das Bienensterben, Krebserkrankungen und die Verseuchung ganzer Landstriche. Ausgerechnet Monsanto. Warum? Christian Mertin leitet bei dem Leverkusener Großunternehmen die Presseabteilung. Ja, Bayer habe Monsanto komplett übernommen, antwortet er in einer E-Mail. Wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen zu 100% übernimmt, dann übernimmt es naturgemäß sowohl die Chancen als auch die Risiken mit. Oder was wäre Ihre Idee, an wen wir die Haftung gegebenenfalls abgeben könnten? Bayer haftet also für alle faulen Verpflichtungen und für alle bereits anhängigen und noch kommenden Schadensersatzforderungen. Die Liste der anhängigen Verfahren wollte Mertin nicht herausgeben. Auch nicht die firmeneigene Evaluierung über die eingegangenen Risiken. Informationen zur Zahl der Verfahren gegen Monsanto und deren Inhalt können Sie zukünftig den Quartals- und Geschäftsberichten von Bayer entnehmen. Hat sich Bayer wenigstens im Fusionsvertrag abgesichert? Diese Vereinbarung ist nicht nur für potenzielle Anleger, sondern auch für die Öffentlichkeit extrem wichtig. Mertin? Der Fusionsvertrag zwischen Bayer und Monsanto unterliegt selbstverständlich der Vertraulichkeit. Oder veröffentlichen Sie vertrauliche Fakten wie Ihre Vermögensverhältnisse, Versicherungsverträge, Testamente oder Steuererklärungen im Internet? Sein Hinweis auf das Testament ist interessant. Ich hatte eigentlich nur nach dem Fusionsvertrag gefragt, nicht nach dem Testament Bayers. Dass Bayer ihn unter Verschluss hält, ist mehr als bedauerlich. Denn die Übernahme kann teuer werden, sehr teuer sogar. Nicht nur der Kaufpreis von 63 Milliarden Dollar war hoch. Es ist im Moment völlig unklar, welche Risiken noch auf Bayer und möglicherweise auf den deutschen Steuerzahler zukommen. Ich habe mir den Vertrag aus anderer Quelle beschafft. In dem umfangreichen Werk heißt es zur Haftungsfrage: Es gibt weder anhängige oder der Firma bekannte, angedrohte, zivile, strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Verfahren, Klagen, Forderungen, Anhörungen, Schiedsverfahren, Ermittlungen oder Gerichtsverfahren vor einer Regierungsstelle, bei dem die Firma oder eine ihrer Tochtergesellschaften Partei ist, noch irgendeine Handlung von Seiten einer Regierungsstelle gegen oder betreffend die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften, bei denen es einen vernünftigen Grund für die Annahme gibt, dass sie individuell oder aggregiert eine wesentliche negative Auswirkung haben kann. Unter Begriffen wie vernünftiger Grund und wesentliche negative Auswirkungen lässt sich alles Mögliche verstehen. Die Warnungen von Wissenschaftlern und Umweltschutzgruppen waren für Monsanto sicher keine vernünftigen Gründe. Auch wenn Bayer die Liste der bereits anhängigen Schadensersatzprozesse noch geheim hält, aus der Presse sind etliche Verfahren bekannt. Der Vertragstext wird mit Sicherheit vor den Gerichten diskutiert und interpretiert werden. Was werden die Richter unter einer wesentlichen negativen Auswirkung verstehen? Und was hat Bayer für die kommenden Verfahren kalkuliert? Ein paar Geldbußen hier, ein paar Millionen dort? Normalerweise hat jedes Unternehmen, also auch Bayer, Rückstellungen, die, das nur am Rande, steuerbegünstigt angelegt worden sind. Sie sind gegen Risiken versichert und rückversichert. Doch es gibt Fälle, wo diese Sicherungen nicht ausreichen.
so wie die Rücklagen des japanischen Energiekonzerns TEPCO nach dem GAU des Atomkraftwerks Fukushima nicht ausgereicht haben. Besuch beim Netzwerk Koordination gegen Bayer gefahren. Schlussendlich hat die EU nicht eingeschritten oder auch die Auflagen der Kartellbehörden waren immer gleich. Und also, aber die Kartell, wir haben ja auch eine Anfrage an die Kartellbehörden gestellt, an die EU, und sie antworten, wir können, es ist nicht unsere Aufgabe, den ganzen Sektor zu beobachten, es ist nicht unsere Aufgabe zu beobachten, wie die Fusion sich meinetwegen auf die Beschäftigtenzahl auswirkt. Wir gucken nur auf die einzelnen Märkte und gucken, ob sich da was zu groß überschneide. Meine Erfahrung ist, dass sich bei giftigen Substanzen die Firmen in der Lage sind, über Jahre oder Jahrzehnte manchmal Wissenschaftler in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Und irgendwann kippt die Stimmung. Das ist beim Tabak so gewesen, das ist beim DDT so gewesen. Es gibt Anzeichen dafür, dass es auch jetzt beim Glyphosat so ist. Wäre es dann nicht der schlechteste Zeitpunkt, diese Firma übernommen zu haben? Also in der Geschichte von Bayer gibt es das Tabakbeispiel dutzende Male. Also jedes Mal, ich meine, Bayer hat jede Menge hochgiftige Substanzen massenhaft auf den Markt gebracht, hat Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen damit getötet, auch über die Jahre hinweg. Immer hat sich eine öffentliche Kritik aufgebaut. Das hat beim Heroin angefangen. Bayer, das war eine Marke von Heroin. Die ist in den 20er Jahren auf den Markt gebracht worden und es hat bis in die 50er Jahre gedauert, bis die verboten worden ist. In der Zeit hat sich das alles aufgebaut. Die ist als Fiebermedikament vermarktet worden. Dann wird das vom Markt genommen und dann kommt ein Nachfolgeprodukt. Ist das Nachfolgeprodukt dann besser? Nein. Monsanto hat jahrzehntelang Gifte aller Art rund um den Planeten verkauft und astronomische Gewinne eingefahren. Werden jetzt die Verluste einfach an die Deutschen abgeschoben, wiederum gewinnbringend? Sicher ist, dass an der Fusion vor allem einer profitiert hat, der Hauptaktieninhaber sowohl bei Bayer und bei Monsanto ist, wie auch bei der Konkurrenz, den beiden großen US-Chemiekonzernen DuPont und Dow. Der Vermögensverwalter BlackRock. Die saßen an beiden Seiten des Verhandlungstisches und haben allein durch die Verhandlung verdient. Dadurch, dass die den Aktienkurs abgestimmt haben zwischen dem existierenden vor der Verhandlung und dem in der Verhandlung herausgekommenen, lag ja etwa 24 Euro Unterschied pro Aktie und die haben die sofort realisiert. Die haben da allein schon einen dreistelligen Millionenbetrag. Alleine dadurch, nur durch die Verhandlung haben die schon verdient. Das ist BlackRock auch ganz egal, ob der jetzt irgendwie Dow das beste Pestizid hat oder Bayer das schlechteste und so weiter, weil also an den dann kriegen sie bei einer Aktie mehr Rendite, bei der anderen weniger. Das gleicht sich aus. Also aber wenn sie sind in allen investiert und wenn denn die Oligopole die Preise höher setzen können, denn steigen bei allen quer durch die Branche steigen da die Einnahmen. Und das, daran ist BlackRock interessiert. BlackRock ist heute der größte Kapitalorganisator des westlichen Kapitalismus. Er verwaltet das Geld von vermögenden Leuten, auch von Unternehmen und Versicherungen und Pensionsfonds und legt es an und ist damit heute Miteigentümer von 17.000 Unternehmen rund um die Welt. BlackRock errichtet keine neuen Fabriken, sorgt nicht für Arbeitsplätze. Er profitiert davon, wenn eine Firma oder ein Land in die Krise gelangen und die Aktienkurse und die Staatsobligationen fallen. Da er in der Lage ist, durch eigene Beteiligungen den Aktienkurs zu steuern, kann er mit diesem Insiderwissen spekulieren und auf fallende oder manchmal auch auf steigende Kurse wetten. Also BlackRock wartet nicht wie ein traditioneller Aktionär sozusagen auf die Dividende am Ende des Jahres, sondern BlackRock spekuliert laufend, zum Teil täglich, mit der Wertentwicklung der Aktien und zwar gleichzeitig derselben Bayer-Aktie etwa an der Börse von New York, von Tokio, von Mailand und von Buenos Aires. Die Finanzaufsichten der westlichen Länder sind nicht mehr in der Lage, die Finanzpraktiken und Finanzinstrumente von BlackRock und Co. tatsächlich so zu kontrollieren, wie es eigentlich notwendig ist. Beispiel: Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat einmal bei BlackRock
2015 einen Versuch gemacht und eine Stichprobe gemacht, ob die nach dem Wertpapierhandelsgesetz in Deutschland notwendigen vorgeschriebenen Meldungen über Aktienkäufe und Verkäufe oder Anteile von Aktien von Bayer richtig vom Datum her, vom Umfang her, von der Beschreibung her genau gemeldet worden sind. Und die BaFin hat festgestellt, in dieser einen Stichprobe, ich lese das mal vor, die Mitteilungen über Stimmrechtsanteile und Finanzinstrumente von BlackRock waren inhaltlich unrichtig und oder kamen zu spät. Und die BaFin hat deshalb einmal eine Strafe von 3,5 Millionen verhängt, die auch von BlackRock schnell gezahlt worden sind. Aber eine spätere Stichprobe hat nicht mehr stattgefunden. 3,5 Millionen Euro Strafe, das sind für BlackRock nicht einmal Peanuts, sondern allenfalls eine symbolische Geste, mit der die BaFin sich selbst und der Öffentlichkeit vorgaukelt, noch ein ganz kleines bisschen gegen die globalen Player auf dem Finanzmarkt ausrichten zu können. Im Fusionsvertrag, den, wie gesagt, Bayer unter Verschluss halten will, findet sich ein weiterer interessanter Hinweis. Der Vertragsabschluss der Fusion wird um 9 Uhr im Büro der Anwälte Sullivan und Cromwell, New York, stattfinden. Sullivan und Cromwell? Offensichtlich haben die Vertragspartner Sinn für Traditionen. Nicht gerade demokratische Traditionen. 1927 hatten die Standard Oil, einst gegründet von John D. Rockefeller, und die deutsche IG Farben, das damals größte Chemieunternehmen der Welt, in den USA die Standard IG Farben gegründet. Der US-Generalrepräsentant der IG Farben war John Foster Dulles, Rechtsanwalt bei Sullivan & Cromwell und später US-Außenminister. In der Kanzlei war auch sein Halbbruder Alan Dulles tätig, der langjährige Chef der CIA. Die haben auch so eine Vereinbarung getroffen, dass die Standard Oil hat IG Farben Patente bekommen. Standard Oil hatte der IG Farben die weltweiten Rechte für die Verflüssigung von Kohle zu Öl überlassen. Im Gegenzug erteilte ihnen der deutsche Konzern das Patent für die Herstellung von Buna, synthetischem Gummi. Standard Oil war auch, oder mehrere amerikanische Konzerne waren auch gegen den Kriegseintritt der USA. Sullivan & Cromwell vertrat die US-Firmen, die im Deutschen Reich investiert hatten. General Motors, Ford, IBM sowie die Inhaber deutscher Staatsanleihen. Den Versailler Vertrag hatten die USA nie ratifiziert. Und Henry Ford war schon in den 20er Jahren ein glühender Verehrer von Adolf Hitler. Die Duponts waren eine nazifreundliche Dynastie, ebenso wie die Familie von Prescott Bush, Großvater von George W. Bush. Prescott Bush leitete die Walker's American Shipping and Commerce mit ihrer Nordatlantikroute der Hamburg-Amerika-Linie. In deren Vorstand saß Emil Helfferich, Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS und bis Kriegsende Präsident der Deutsch-Amerikanischen Petroleumgesellschaft, der späteren Esso sowie der Vacuum Oil Company in Hamburg. Auch die deutschen Investoren in den Vereinigten Staaten fürchteten, im Falle einer Kriegserklärung als Feindeigentum beschlagnahmt zu werden und suchten nach Strohmännern. Die Advokaten von Sullivan & Cromwell waren Experten. Bei ihnen liefen die Fäden des America First Committees zusammen, das den Kriegseintritt der USA verhindern wollte. Es löste sich am 10. Dezember 1941 auf, 3 Tage nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Die US-Regierung eröffnete ein Ermittlungsverfahren gegen Standard Oil wegen des Verstoßes gegen das Gesetz Handel mit dem Feind. Der Konzern habe der US Navy Patente für Buna und Aluminium vorenthalten und deutsche U-Boote und Flugzeuge betankt. John D. Rockefeller wollte davon nichts gewusst haben. Vor dem Senat musste aber der Präsident von Standard IG Farben aussagen, der texanische Ölhändler William Farish. Unsere Verträge mit der IG Farben sollten von 1929 bis 1947 gelten.
Sie, Gentlemen, werden verstehen, dass Verträge wie diese nicht unwirksam werden, nur weil die Regierungen der Vertragsparteien gegeneinander Krieg führen. Die Vertragspartner müssen stattdessen einen Weg finden, um mit ihrem eigenen Geschäft fortzufahren. Henry Truman, der das Senatshearing leitete, sprach von Verrat. Aber er verhinderte nicht die Einstellung des Strafverfahrens gegen Zahlung von $5,000. Schon damals konnten sich also Großkonzerne darauf verlassen, dass, wenn eine Strafe gar nicht mehr zu vermeiden war, diese Geldbuße nur eine symbolische Größe hatte. Während die Regierung in Washington ihre Soldaten gegen die Nazis auf die europäischen Schlachtfelder schickte, verdienten Standard Oil und IG Farben in enger Kooperation Unsummen an dem Gemetzel. Die haben da verdient wie blöd. Alle Bomber, die nach Deutschland geflogen sind, haben die 50 von jedem Liter die Hälfte des Geldes gekriegt. Die IG Farben, das ist alles über die Schweiz abgewickelt worden. Nach Kriegsende sollten die Hintermänner aus der Wirtschaft verfolgt werden. Doch der sich abzeichnende Kalte Krieg behinderte eine Strafverfolgung und die Auflösung der Unternehmen, auch die Zerschlagung der IG Farben. Das Zerschlagungsmodell ist immer weiter abgemindert worden und letztendlich ist herausgekommen, dass halt der Firmenmantel aufgelöst wurde und in seine Ursprungsbestandteile zurückgelegt wurde, aber ohne Zerschlagung. Was heißt das? Was ist der Unterschied? Das heißt, die Firmen, die die IG Farben besessen hat, haben alle weiter existiert und die Anteile daran sind immer auf die an diesen Firmen beteiligten Ursprungskonzerne einfach zurückgelegt worden. Und einer dieser Ursprungskonzerne hat jetzt Monsanto geschluckt. Die Entscheidungsmacht darüber, was angebaut wird, wie es angebaut wird und zu welchen Preisen es dann in den Markt gebracht wird, eben in immer weniger Händen liegt und damit die Ernährungssicherheit gefährdet wird. Weil die Ernährungssicherheit hängt davon ab, dass eben der Zugang zu den Lebensmitteln für uns alle erhalten bleibt. Aber die Preise sind ja eine Zugangssperre. Indische Bauern bringen sich um, weil sie diese Gentech-Baumwollpflanzen die Erträge nicht bringen. Aber es bringen sich ja mittlerweile auch US-amerikanische Farmer um. Es gab eine ganz große jetzt Selbstmordwelle von US-amerikanischen Farmern, weil die können mit den ganzen Investitionen, die sie leisten müssen für Pestizide und andere Inputgüter, kommen sie gar nicht mehr hin. Fest steht, dass die Preise für Saatgut und Pestizide und folglich auch für Lebensmittel steigen werden. Und fest steht auch, dass der deutsche Konzern durch die Übernahme die Haftung übernommen hat. Immer mehr Wissenschaftler sprechen von den verheerenden Konsequenzen von Glyphosat und anderen Giften aus dem Hause Monsanto. In den USA sind Sammelklagen anhängig und die können sehr teuer werden. In der Bundesrepublik hat sich die Rechtslage verändert. Auch hier können neuerdings Sammelklagen gegen Unternehmen eingereicht werden. Kann der Fusionsvertrag zum Testament Bayers werden? Nehmen wir den Worst Case an, dass tatsächlich die Politik und die Gerichte und die öffentliche Meinung eine Front bilden und einen Konzern tatsächlich so belangen, dass es halt wirklich nicht mehr geht. Und dass seine Rücklagen nicht reichen. Das ist dem aber egal. Was wird passieren, falls so ein Worst Case, der schlimmste Fall, eintritt? Wird die Bundesregierung einspringen und Bayer für too big to fail erklären, also dem Konzern eine derart bedeutende Rolle für unsere Volkswirtschaft einräumen, dass sein Bankrott auf jeden Fall vom Staat verhindert werden muss? So geschehen in der Bankenkrise. Und so geschehen nach der Atomkatastrophe vom März 2011 in Fukushima. Die japanische Betreiberfirma TEPCO, das bis dahin viertgrößte Energieunternehmen der Welt, stand plötzlich Entschädigungsforderungen gegenüber, die sie nicht mehr stemmen konnte. Es drohte die Insolvenz. Dann hätten die Aktieninhaber ihr eingesetztes Kapital verloren. Premierminister Naoto Kan wollte sich damit nicht zufrieden geben, sondern zusätzlich die TEPCO-Aktionäre in die Pflicht nehmen, um die 85.000 Opfer des Atomunfalls zu entschädigen. Der hat sich in die öffentliche Meinung eingereiht, hat die Gerichte aufgefordert, da hart vorzugehen, die Aktionäre in die Haftung zu nehmen und so weiter und so weiter. Also ich nenne das ja eine Menschheitskatastrophe, was da in Fukushima passiert ist bei dem Atomgau.
Da haben die als erstes den Ministerpräsidenten aus dem Amt gejagt und jetzt der Staat ist dann eingesprungen, hat gezahlt, die Aktionäre sind nicht angetastet worden, kriegen ihre Dividenden weiter, alles ist in bester Butter. Also da war es mal kurz auf der Kippe gestanden. Wenige Monate später musste Kahn zurücktreten. Mit Steuergeldern in Milliardenhöhe wurde TEPCO unter die Arme gegriffen und die Regierung übernahm mehr als 50% der Stimmrechte. Die Aktionäre wurden verschont. Das deutsche Aktiengesetz bestimmt, dass für die Verbindlichkeiten einer Aktiengesellschaft nur das Gesellschaftsvermögen haftet. Die Gläubiger können sich also ausschließlich an die Aktiengesellschaft halten. Allerdings kann sich dies ändern, wenn dort nichts mehr zu holen ist. Dann könnte auf das private Vermögen der Aktionäre zurückgegriffen werden. Zum Beispiel auf BlackRock. Theoretisch zumindest.